Herzlich willkommen bei André talkt anderswo. Der Talkshow mit mutigen und wahnsinnigen Geschichten. Von und mit André Christen. Und das bin ich mit dem Podlog 298 am Montag, den 25. September 2023. Es ist 22.30 Uhr und wir haben noch 11 Grad Außentemperatur. Heute war dicker, fetter Arbeitstag bei mir angesagt. Ich hatte heute Morgen, das hatte ich ja gestern schon erwähnt, ein Team-Meeting mit den Camper Nomads. Das hat echt mal wieder Spaß gebracht. Das hatten wir ganz lange jetzt nicht. Und jetzt werden wir das wohl einmal im Monat wieder haben und uns austauschen und gemeinsam die Community voranbringen. Und ich bin da halt verantwortlich für den Teil der Podcast-Moderation und ja, mach mir natürlich auch Gedanken mit den anderen Themen mit und es ist einfach schön im Team so zu arbeiten und sich auszutauschen. Man kriegt ja auch fürs eigene Business oder für den eigenen Reisekanal wieder Input und Ideen. Also ich finde das einen sehr schönen Austausch. Ja, und dann ging es Schlag auf Schlag weiter. Ich habe ja gestern noch an zwei Webseiten was gefixt und da fehlte jetzt doch noch ein Teil an einer Webseite. Da hatten wir ein bisschen aneinander vorbeigesprochen, die Kundin und ich anscheinend. Ich hatte das für später im Kopf und sie wollte das aber gerne noch zu heute erledigt haben. Habe ich dann noch heute Nachmittag gemacht. Da ging es um ein neues Kontaktformular auf der Seite. Das habe ich dann noch geschwind mit eingebaut. Dann habe ich bei einer anderen Seite auch grünes Licht bekommen, dass ich das auf eine noch andere Seite mit draufpacken kann. Das habe ich dann auch getan und das alles erledigt und habe dann ein Podcast-Interview vorbereitet, denn ich hatte heute Abend noch eine Aufnahme für einen Podcast für die Camper Nomads, der dann schon nächste Woche rauskommt. Sehr interessantes Gespräch mit einer Gästin und das hat auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich bereite das auch so wahnsinnig gerne vor, mich auf die Gäste einzustimmen und zu gucken, was die so gemacht haben, eine Anmoderation zu schreiben, Fragen zu überlegen und so weiter und so fort. Das macht mir wirklich sehr viel Spaß und natürlich das eigentliche Gespräch auch und die Nachbearbeitung dann, das alles wieder zu regeln und hochzuladen für die Cutter, die dann die Folgen schneiden, damit das dann alles an Ort und Stelle ist, wo es sein soll. Ja, und jetzt heute Abend habe ich auch noch ein bisschen gearbeitet, habe aber erstmal was gekocht und gegessen natürlich. Und jetzt gucke ich noch ein bisschen in die Röhre, die keine mehr ist. Früher war sie das ja tatsächlich. Und werde dann zu Bett gehen. Mal gucken, was der morgige Tag bringt. Wetter war heute durchwachsen, hat auch mal geregnet, genieselt und temperaturtechnisch. Ja, heute Mittag ging das, aber ja. Es wurde dann wieder bewölkt und war nicht so dolle. Aber nicht so schlimm. Ich war eh die ganze Zeit im Wohnmobil und habe gearbeitet. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag. Irgendwo anderswo. Ganz lieben Dank fürs Einschalten bei André talkt anderswo. Wenn du noch mehr hören möchtest, schau gerne bei andre-anderswo.de vorbei.